Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play C12 Final Resistance. In der letzten Folge sind wir weitergekommen, haben ein paar Schlüsseldinger eingesammelt. Ich weiß nicht mal, wie sie heißen. Ich guck mal kurz nach. Hey, gelber Sicherheitsbolzen. Genau, wir haben Sicherheitsbolzen eingesammelt. Haben meiner Meinung nach auch einen roten gebraucht, aber mit Farben haben sie es hier nicht so. Sind halt die Aliens, die sind so teilweise farbenblind. Und werden hier schätzungsweise dasselbe tun, was wir in der anderen Folge getan haben zum Schluss, nur halt auf der anderen Seite. Apropos Farben, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber da fallen mir spontan diese, also wegen farbenblind, diese League of Legends Spieler ein. So die, ich glaube, das machen sie ziemlich alle, League of Legends Livestreamer und generell Leute, die Videos von machen. Die stellen den farbenblinden Modus ein. So, das ist dann so, dass, ich glaube, die Lebensenergie von deinen Verbündeten ist blau und deine ist gelb. Warum? Also ich finde es eigentlich ganz nett, dass meine Lebensenergie grün ist, also von meinen Verbündeten, und meine blau ist. Also es, ich glaube, das war so, ich finde es ganz nett. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle farbenblind sind, jetzt mal ganz ehrlich. Aber vielleicht wird man ja dadurch farbenblind, wenn man zu lange League of Legends spielt. Das könnte natürlich auch sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Ja, also du kannst bei diesem Spiel, kannst du ja alles werden. Da kannst du aggressiv werden. Kannst du Selbstmord gefährdet werden, also warum nicht auch farmen bin, ne? Von daher, wir springen mal hier runter, in der Hoffnung, dass ich... Ja, genau. Hier, eigentlich brauchen wir was Rotes, aber ich steck mal den Gelben rein. Um festzustellen, dass es nicht funktioniert. Also wir haben den Grünen, da stecken wir den Grünen rein, das klingt nach einem Plan. Dann haben wir hier den Roten, also stecken wir mal den Hellblauen rein. Und hier haben wir den Gelben, den stecken wir ein Gelb rein. Nein, es funktioniert nicht. Gibt's denn wirklich einen roten oder wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich meine, hier so, das ist ja, das hier ist jetzt so dieselbe Farbe. Ja. Nur hier ist halt gelb und da ist grün und da ist rot. Hier, das ist ein bisschen... Ich weiß es nicht. Das kann ja jetzt nicht so das Problem sein, eigentlich. Wir haben grün, hellblau und gelb, ja. Wir haben doch gelb. Wir haben gelb. Ja, also ich würde ja mal gelb in gelb stecken, aber ich hab, eigentlich habe ich ja nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Ja. Haben wir einen roten? Wir haben keinen roten. Muss ich den vielleicht noch umspritzen oder so? Oder soll ich jetzt gelb in rot stecken? Ist das euer Plan? Findet ihr das in Ordnung? Oder warte. Die tausche ich noch um. Dann stecke ich hier den grünen rein. Und dann den hellblauen. Nee. Wahrscheinlich muss ich den umspritzen oder so. Was können wir denn noch machen? So viel Kombination kann es ja da nicht mehr geben. Wir könnten den grünen können wir noch hier reinstecken. Und dann können wir den gelben hier reinstecken. Und dann könnten wir den hier reinstecken. Oder wir tauschen auch mal und machen den grünen hier rein und den gelben da rein. Nein, funktioniert alles nicht. Fühl mich voll verarscht. Fühl mich richtig verarscht gerade von diesem Spiel. Oh nein, wir hängen schon wieder an einer Stelle. Mensch, so ein Mist aber auch. Er wird verwendet, aktivieren, was? Plötzlich bleibt er stehen, warum? Gelber Sicherheitsbolzen. Oder kriege ich einfach keine Meldung? Das ist gelb, ja? Das ist nicht rot. Hellblau ist es auch nicht. So. Hm. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Aber die Tür geht ja nicht auf. Was habe ich hier vergessen? Bei all den Kombinationen. Was habe ich hier vergessen? Blau. Ja, stecken wir blau und dann stecken wir... Nein, steck doch den blauen da rein. Vor allem, er sagt ja hellblau. Er sagt ja nicht nur blau, er sagt ja ganz explizit hellblau. Stecken wir den gelb hier rein, den grünen. Tauschen wir. Stecken wir den grünen da rein und den gelben da rein. Funktioniert auch nicht. Okay, den hellblauen haben wir hier noch nicht drin gehabt, glaube ich. Also stecken wir hier den gelben rein. Und da den... Hallo?
den grünen. Okay, dann können wir das noch miteinander tauschen. Stecken den gelben da rein und den da rein. Auch nicht. Den gelben hatten wir, glaube ich, hier noch nicht drin. Versuchen das so. Von den hellblauen hier rein. Okay, dann machen wir den... Habe ich das jetzt so rum gemacht? Machen wir den hellblauen da rein und den da rein. Nein. What the fuck? Okay. Dann schaue ich mich jetzt einfach weiter um. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch einen roten und das Spiel denkt sich so... Dachtest jetzt auch irgendwie, du bist der Behinderte, ne? Nein, du bist sogar noch behindert. Weil du wirklich in Betracht gezogen hast, dass es funktionieren könnte. Aber wir hatten ja nur den linken und den rechten Weg. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ja, wir haben hier drei Wege. War ich hier schon mal? Huh, sieht nicht so aus. Springen wir halt einfach mal runter. Hallo, bin da, wer noch? Ist das ein Fahrstuhl? Nein. Es ist halt nur eine hässliche Kameraperspektive. Ich glaube, hier war ich wirklich noch nicht. Hier ist so eng, ich bin klaustrophobisch. Hier waren wir aber schon mal, glaube ich. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich speichere einfach mal. Also diese Ausgangssituation gerade möchte ich nicht unbedingt im Dunkeln haben als kleines Kind. Wenn du so speicherst und dich der Charakter so übelst böse anguckt. Und du dir so denkst, oh nein, ich will jetzt aufhören. Hoffentlich ist er nicht sauber. Hoffentlich bringt er mich nicht im Schlaf um. Okay, was auch immer. Ich meine, wir haben drei Bolzen und drei... Und zwei davon. Ist die Kiste noch da oben? Ich hoffe, die ist noch da oben. Wir haben ja hier auch keinen anderen Weg, ne? Irgendwie so rein, raus und so. Hier, nö. Wir haben wirklich nur diese Möglichkeit. Ich wechsle mal zu dem hier. Nicht, dass ich 30.000 Mal hier noch auf die Taste drücke. Das da. Achso, die Kiste steht da. Wir hatten sogar zwei Kisten. Ich dachte, ich hätte dieselbe benutzt. Irgendwie für einen kurzen Augenblick. Ja, Waffe wechseln und so, weil ich ja hier ab und zu Munition vergeude. Nein, da komme ich ja dahin und da komme ich dahin. Da waren wir aber noch nicht. Moment, was? Sekunde, was? Ach so, es gibt ja auch noch... Oh, das war knapp. Es gibt ja auch noch, eine weitere Möglichkeit hochzugehen. Alles klar, habe ich die jetzt übersehen? War ich da schon? Bin ich jetzt bescheuert? Ich weiß nicht. Ich bin einfach wieder alles. Oh nein, die Perspektive wieder... Die Perspektive. Oh nein, das fehlt immer noch. Da fehlen immer noch ein paar Zentimeter. So, jetzt aber. Ja, das wird knapp. Oh ja, oh mein Gott. Da dachte ich, er hält sich nicht dran. Er hält sich nicht an die Regeln. Das war genauso lustig. Da sollte ich unterschreiben, dass ich nicht Amok laufe. Bitte unterschreiben Sie nicht. Und wenn ich es dann doch getan hätte... Oh, ich werde angegriffen. Sie haben aber unterschrieben, dass sie nicht Amok laufen. Wieso geben wir ihnen hier... Sekunde. Ich muss sie kurz töten. Wieso geben wir ihnen denn diesen Zettel, wenn sie sich nicht dran halten? Wir haben doch auch bitte, bitte, bitte gesagt. Okay, hier war ich anscheinend noch nicht. Da war das der Fehler. Habe ich jetzt irgendwas eingesagt? Ja, ich meine, das war rot. Aber wozu gab's... Wieso gibt's denn drei... Wieso gibt's denn vier, wenn wir nur drei haben? Wahrscheinlich brauche ich den letzten für irgendwas Großes. Ich würde ja jetzt sagen, wir schieben das zurück, aber ich mach's mir einfach ein... Nee, Moment. Das andere führt ja dann wahrscheinlich nicht dahin. Okay, ich muss es zurückschieben. Ich wollte gerade sagen, wir machen uns das einfacher und gehen einfach auf der anderen Seite da lang, aber das geht ja gar nicht. Es ist ja auch nicht so... Es wäre auch nicht so schwer, wenn es perspektivisch gesehen ein wenig besser wäre, aber ich glaube, das passt. Ja, gut. Und ich habe das ernsthaft versucht. Bullshitter, ganz ehrlich. Jetzt kriegst du deinen roten Scheiß hier. Jetzt weiß ich aber nicht, wer hier wo drin steckt, deswegen entferne ich sie alle nochmal.
Das ist, wo seht der Rote? Der Rote ist da. Und dann habe ich jetzt aus Versehen den Grün. Wollte eigentlich die Mitte nehmen, aber ist ja auch egal. Geht es jetzt? Ja, es geht. Okay, super. Wow. Vielleicht ging es ja vorher. Ich habe ja nicht gecheckt, ob die Tür auf war. Vielleicht hätte ich es auch bescheißen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich jetzt das schlechte Ende, weil ich es ernsthaft probiert habe. Ich speichere mal. Das wäre die richtige Taste. Sind jetzt wieder draußen. Cool. Oh, oh Gott. Ich dachte für eine Sekunde, es wäre ein Mensch, aber nein. Ich habe keine anderen Waffen. Ich setze halt einfach das Schild ein, wenn ihr das Schild einsetzt. Was haltet ihr davon? Und werde jetzt schauen, wie ich mein EMP verwende. Könnt ihr mich mal. Wobei steht das hier, kriege ich nochmal, wenn ich jetzt hier. Wo war denn das? Hier muss doch irgendwo stehen, dass ich noch ein Schild habe, oder habe ich keins mehr? Ach, fuck it. Ich hab noch ein Schild. Wieso steht es da nicht? Ich hab ja auch Alien-Fraß. Oh nein, ich habe ein Schild. Oh nein. Dadurch geht halt so unnütz viel Munition drauf. Ich kann ja warten. So, bei einem kann ich ja warten. So. Ja, toll. Da hätte ich jetzt gerne Munition. Oh nein, noch mehr. Oh nein. Oh mein Gott. Halt. Oh nein, 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 das ist ja so spannend. Wir benutzen unsere Schilde, oh yeah, voll geil, oh Gott, oh Gott, oh ja, wir benutzen sie gleich zweimal. Wir benutzen sie gleich zweimal, oh yeah. Und es kommen immer mehr. Diese kommen immer mehr. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr, super. Raketen, voll krass. Roter Sicherheitsschwider. Jetzt wollen sie mich aber trollen. Sie wussten ganz genau, dass sie mich das mit dem Roten aggressiv macht. Deswegen haben sie mir jetzt noch einen Roten gegeben. Weil sie wollen, dass ich es nicht vergesse. Und den brauche ich hier. Moment, hier brauche ich den Blauen, oder? Hier brauche ich bestimmt den Blauen. Hatte ich nicht mal irgendwie? Hä? Ich habe doch den... Den... Ich hab doch den Blauen nicht gebraucht, oder? Wieso ist der Blaue jetzt weg? Weil ich den Spielabschnitt gewechselt habe? Ist das euer Ernst? Muss ich mir jetzt den Blauen nochmal holen? Aber ich hab doch... Ich hatte... Ich schwöre, Leute, ich hatte den Blauen. Und den muss ich jetzt hier auch einsetzen, weil ich sonst nicht weiterkomme. Aber ich habe Roten. Haben sie mir jetzt außerdem die falsche Farbe gegeben? Oder bin ich jetzt inkompetent? Hä? Hier steht Blau und ich hab einen Roten. Wo ist der Blaue hin? Wo ist der blaue Sicherheitsbolzen hin? Okay. Ah ja, verstehe. Ich nehme den mal mit. Nicht, dass er nachher auch weg ist. Ne? Man weiß ja hier nicht. Man kann ja hier keinem trauen. Es ist so ein bisschen wie mit dem Einkaufswagen. Da solltest du deinen Chip nicht drin lassen. Der ist dann einfach weg. Wenigstens brauche ich die Kiste nicht schieben, ne? Wenigstens hat die Kiste schon von selber gemacht. Anständige Kiste. Hallo. Hier ist der Kartenrand. Zu ihrer Rechten. Dann halt hier lang. Kann ich da runterfallen? Denke schon, ne? Vielleicht muss ich das sogar auch. Ja, tatsächlich, okay. Super, Spieldesign. Das ist jetzt nicht dieselbe Stelle. Oh nein, hier sind Gegner. Oh nein, wieder so viele. Ach, das waren Raketen oder so. Ich bam's Schale weg. Wir benutzen unsere Schilde. Wir sind die schönen Gang. Yeah. Wir kommen synchron und wir sterben auch synchron. Ah, das nehme ich mir auf. Da haben sie jetzt aber auch... Oh mein Gott, warte. Ich erinnere mich daran, dass die Gegenstände sich irgendwann auflösen. Da haben wir den Blauen, super. Du brauchst gerade den Roten nicht. Also geben wir den Roten. Hier brauche ich dann aber beide. Aber habe ich nicht, da hinten habe ich auch einen Blauen gebraucht. Wahrscheinlich nur, um speichern zu können. Was kann ich hier machen? Alien Keycard? Was gibt's denn hier so? Kann ich da durchgucken? Wahrscheinlich ist das einfach die andere Seite, kann ich mir vorstellen. Das heißt, ich setze die jetzt mal ein. Dafür ist sie auch da. Und wahrscheinlich kann ich dann... Genau, da bin ich auf der anderen Seite. Und dann kann ich hier irgendwo...
den blauen einsetzen, um zu speichern. Warum auch immer. Vielleicht ist es der letzte Speicherpunkt. Setzen wir einfach mal ein, ja? Blau. Ah! Wow! Okay. Bossfight? Fragezeichen. Speichern wir mal hier. Okay. Na, immerhin, ne? Also, so als Self-State-Nutzer brauchst du ja nicht wirklich einen Speicherpunkt, aber für die Munition hat es sich jetzt schon gelohnt. Und für die Schilde, von denen ich nicht mehr weiß, wie ich ihre Spezialfähigkeit betätigen kann. Weil man es mir nicht mehr sagen will. Aber eigentlich, das stand es nicht mehr hier. Doch hier, ich habe ein Schild. Ja, aber mehr steht da auch nicht. Die Schilde reden nicht mehr mit mir. Habe ich den jetzt mitgenommen? Moment, jetzt habe ich den blauen, wo ist jetzt der rote? Ach nee, der rote ist hier oben. Wenn der rote jetzt weg gewesen wäre, dann... Oh mein Gott. Nein, blau. Und rot ergibt, glaube ich, lila. Das sieht böse aus. Soll ich da jetzt reingehen? Was habe ich denn überhaupt? Ich dachte, ich hätte Munition gekriegt. Das war nur scheiß Schild oder was? Ja, kommt jetzt der Bossfight? Nein! Ein Empfang ohne Empfang. Also ein Raum ohne Empfang. Also ich habe hier keinen Empfang drin. Das ist schlecht. Ich wollte gerade bei Facebook posten, dass ich in einen neuen Raum gekommen bin. Aber leider gibt es hier keinen Empfang drin. Und auch keine Türen. Also Türen schon, nur ohne Raum. Oh, hi. Was macht der da? Pantomime? Tanzt der? Der tanzt doch, oder? Oder sonst da was. Okay. Arena-Kampf? Irgendwer? Oh. Nein, ich werde gegrillt. Ja, ist okay. Ist okay. Ha. Während ich kletter, kann er mich nicht penetrieren. Was kann ich hier tun? Schlussendlich gar nicht. Aber deswegen brauche ich die Schilde hier. Ja. Ach ne, hier brauche ich wahrscheinlich die Keycard. Moment, hätte ich die Keycard nicht eingesetzt, hätte ich ja wahrscheinlich auch ohne Probleme durchlaufen können. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Gut, dass ich gespeichert habe. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Es ist nur ein Test. Ach so. Ja. Schätzungsweise machen wir das dann einfach kaputt? Na gut. Ich weiß halt nicht, wo ich das letzte Mal ein Safe-Set gesetzt habe. Deswegen lade ich hier auf keinen Fall und benutze mal wieder die normale Ladefunktion. Hoffentlich habe ich jetzt auch gespeichert. Ja. Okay, das war gerade ein bisschen doof. Aber gut. Das wäre jetzt bestimmt so die Alternative gewesen. Wobei ich habe, glaube ich, wie gesagt, ich habe ja anscheinend nicht so viel Munition. Also habe ich da nur Schilder eingesammelt. Hätte ich auch drauf scheißen können, hätte ich einfach direkt durchlaufen können. Super. Ja. Habe ich den jetzt... kann ja nicht. Ja. Gib her. Meins. Meins, meins, meins. Die normale Waffe bringt mir jetzt hier auch nicht mehr wirklich so viel. Aber ich habe ja nichts anderes. Nicht echt so schlecht. Ist ja jetzt nicht unbedingt Survival Horror, ne? Zur Not habe ich ja noch diese andere Waffe, aber es bringt ja auch nicht so viel. Ich starte Flaps neu. Obwohl jetzt auch, ja, bla bla bla. Keiner gemerkt hätte, wenn ich es nicht gesagt hätte. Okay, dann jetzt das Ganze nochmal im Profi-Modus. Schätzungsweise. Türen funktionieren ja nicht. Wobei, doch, könnte eigentlich klappen. Glaube ich. Ich könnte ja... Vielleicht ist es ja so versteckt, ne? Einfach mal probieren, die aufzuschweißen. Oder vielleicht... Blaue bewirkt langsam brennenden Lichtschein, harmlose, aber laute Explosion. Okay, dann nicht. Schade. So als... Oh, da klingt das Handy schon. What the shit? Als versteckt vielleicht.
Okay, das würde ich ganz gerne noch tun, ehe ich hier vielleicht wieder in der nächsten Folge hängen bleibe. Wobei, das kann ich doch auch. Werde ich schon angegriffen? Ja, ich werde schon angegriffen. Super. Ja, komm! Ah, das wurde wieder nix. Moment. Ja, sollte ich jetzt die Alien-Waffe. Ich will nicht schon wieder. Moment. Nein, das war doch noch nicht alles. Mach das andere kaputt. Mach das andere kaputt. Oh, ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Gut. Und du? Bist jetzt angepisst? Gut so. Aha, kann ich hier auch was betätigen? Nein. Das kann ich da irgendwie kaputt machen, was auch immer das ist. Kann ich das kaputt machen? Treffe ich überhaupt? Kann ich irgendwas in diesem Spiel? Ah ja. Was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich nicht sowas gehabt hätte? Plötzlich ist er weg. Habe ich ihn jetzt in die Luft gejagt? Aber wie Sie sehen können, sehen Sie Feuer und dieses Feuer wird vielleicht meine Schlüsselkarte verbrennen, wenn ich hier noch weiter warte. Deswegen würde ich mal sagen, pausiere ich das Spiel und zusammen holen wir uns dann diese gebührende Errungenschaft und also die Errungenschaft der Errungenschaft. Nachdem wir die Errungenschaft ausgelöst haben, können wir uns die Errungenschaft holen und dann setzen wir die Keykarte irgendwo ein. Ich habe schon wieder vergessen, wo man die einsetzen kann. Und ach ja, klar, direkt da drunter. Ja, hat's vergessen, super. Und dann schauen wir mal, was uns da so bevorsteht. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Ich dachte, jetzt kommt ein krasser Bosskampf, aber nö, war nicht so toll. Vielleicht war das aber auch nur so der Vorboss, man weiß es nicht. Aber gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.